Lusa, congratulations, winning 5-1 against Twente Enschede. How was the game for you? I think it was really, really good. Team was compact and everything was good. Thanks. How confident are you with your performance? Your goal was amazing. Yeah, I know. I think the game was... We have positive or negative things, but I think this is the next step. And we did it, so we can see forward. You played as a center back and then in the defensive midfield. Is this your position? Yeah, the sixth position is my position, but the center back is the second one. But I changed it after 80 minutes, so yeah. Then thanks for your time and have a nice evening. Fenner, herzlichen Glückwunsch, 5-1 gegen Twente Enschede gewonnen. Du kennst den Verein ganz gut, oder? Yeah, I played there, so I know a couple of players. Wie war für dich die Rückkehr? It's always special to play against your old club, so yeah, and it's good to be here and to see some Dutch players. Es ist ebenso gut, wieder ein Tor zu schießen. Ist das wichtig für dein Gefühl einfach auch so, um nach vorne zu kommen? Yeah, of course it's important and also for myself it's nice to score a goal and I also think we did well today with 5 goals. Of course we don't want to concede one, but yeah, it's a test game and we have to be better after this one every time. Wie zufrieden bist du mit deiner Teamleistung heute? Also 5-1 gegen den holländischen Meister macht man ja auch nicht so im Schongang. Nochmal? 5-1 gewinnt man ja nicht einfach so gegen den holländischen Meister. Wie zufrieden bist du mit eurer Teamleistung? Yeah, I think we were good. I still think we can be better, but yeah, it's a good step in the preseason and from here weiter. Was kommt jetzt in den nächsten Tagen noch? Was steht noch an? One more game against PSV next week and then we go on training camp. Dann viel Spaß dabei. Danke dir. Dankeschön. Tommy, herzlichen Glückwunsch. 5-1 gegen Enschede gewonnen. Welche Erkenntnisse nimmst du mit, außer dass wir 5 Tore schießen können? Dass wir sehr viele Dinge schon sehr, sehr gut umgesetzt haben. Also wenn ich gucke, im Vergleich zum Slavia-Spiel, wie viele offensive Szenen dabei waren, wie viele Torchancen wir auch kreiert haben, dann war das ein nächster Schritt, den wir auch uns erhofft haben, um dann jetzt aus den Erkenntnissen natürlich auch wieder PSV Eindhoven vorzubereiten. Und Step by Step gewöhnen sich eben auch die Neuzugänge dann dementsprechend an unsere Spielidee. Was waren so die wichtigen Sachen, die ihr in diesem Spiel sehen wolltet? Ja, wir haben in den ersten Block der Vorbereitung vor allem über defensive Akzente gesprochen und haben jetzt in der ersten Trainingswoche nach unserem kleinen Urlaubsblock die Offensive auch nach vorne gestellt. Und da ging es natürlich vor allem um Abläufe, Steckbälle, die wir dann irgendwo auch hinter die Kette spielen können und so weiter. Und da haben wir durchaus ein paar Szenen gesehen. Auch noch nicht, dass alles funktioniert. Von daher natürlich auch da nochmal ein paar Ansätze, um uns auch weiter zu verbessern. Aber grundlegend für die Trainingswoche, die wir jetzt hatten, einfach der nächste Schritt. Du kennst den Gegner auch ganz gut, du hast ja gearbeitet. Wie war es, zurückzukehren? Sehr besonders, weil ich damals auch hier viele Testspiele absolviert habe, auch jetzt wieder sehe, wie der Club sich hier bemüht, um einfach ein tolles Event hier auch wieder rauszumachen. Und viele, viele alte Bekannte, die ich auch wieder getroffen habe. Und von daher, ja, durchaus ein toller Tag für mich persönlich. Aber das Testspiel steht natürlich im Vordergrund. Die Pommes waren auf jeden Fall sehr lecker hier. Warum wird es nächste Woche auch ein Leckerbissen gegen PSV Eindhoven? Du bist bekannt für deine super Überleitung. Ähnlich guter Gegner. Und ich freue mich einfach enorm aufs AOK-Stadion wieder vor heimischen Fans dann dementsprechend auch zu spielen. Dann wünsche ich eine gute Trainingswoche. Danke dir. Danke.